Ja, herzlich willkommen beim aktuellen Duell. Sie sehen es schon, er ist wieder zurück. Andreas Mölzer hat die letzte Woche ja ziemlich viel Staub aufgewirbelt mit seiner Reise nach Afghanistan. Wir werden uns das heute unter anderem ansehen. Genauso wie die Frage, wie geht's eigentlich Politpensionisten? Die gibt's ja angeblich hier am Tisch. Wie geht's dem Bundeskanzler nach seinem Burgergate? Sie haben es wahrscheinlich verfolgt. Und wie schauen die aktuellen Lohnverhandlungen aus, die jetzt am Montag effektiv begonnen haben? Zu Gast wieder Eva Klawischnik, dankeschön. Und Andreas Mölzer. Hallo. Ja, zurück nach 6 Tagen in Afghanistan, eine Reise, die sehr, sehr viel Staub aufgewirbelt hat. Es war keine Politreise, wie Sie immer wieder gesagt haben, auch gestern im Interview mit Conny Bischofberger, das Interview der Woche, sozusagen 3 Seiten Zeit, um zu erklären, was Sie eigentlich geritten hat, dorthin zu fahren. Na, geritten hat mich gar nichts. Das ist eine Reise unter vielen, die ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man schon sagen, gemacht habe, auch häufig mit meinem Freund Johannes Hübner, die also sicher einmal keinen parteipolitischen Hintergrund hat, sondern für mich in erster Linie einen journalistisch-publizistischen, weil ich über diese Sachen ja versuche zu schreiben oder auch Erkenntnisse und Erfahrungen zu gewinnen. Und das war eine hochspannende, hochinteressante Geschichte. Mhm. Dass man da politisch exponiert oder quasi verkauft werden kann, da kommt der Westler zu den Taliban, das muss einem schon klar sein, oder? Das ist schon richtig, dass man natürlich damit rechnen muss, dass heute in Zeiten der sozialen Medien, die global sofort konsumierbar sind, auch entsprechend nicht missbraucht, aber dass die das in ihrem Sinn darstellen, das ist klar, aber das muss man in Kauf nehmen, weil sonst muss man sich daheim, wie soll man sagen, einmauern. Ne? Jetzt sehen wir das Foto bei uns eingeblendet, das ja charakteristisch war, der sogenannte Außenminister der Taliban, man muss sagen, der nicht anerkannten Regierung, da war sie im Pulk unterwegs. Wenn Sie dann dort so sitzen, wie Sie da jetzt eben sitzen, haben Sie das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen ein Ort von Zeitgeschichte? Naja, schon. Es ist ja merkwürdig. Man reist da in ein Land, das im Grunde so ist wie bei uns im 13. Jahrhundert. Mit dem einen Unterschied, dass die halt keine Lanzen haben, keine Schwerter, sondern Kalaschnikow und dass da zehntausende Toyota Corolla durch die Landschaft fahren. Aber an sich vom Gesellschaftssystem, vom Denken sind die natürlich einfach in einer anderen Zeitepoche. Und das ist natürlich der fundamentalistische Islam, der das prägt. Und ich bin weit davon entfernt, das zu glorifizieren oder zu sagen, dass da keine Menschenrechte Probleme, im Gegenteil, riesige Probleme. Ne? Aber es ist natürlich jetzt einmal rein vom Erkenntnisprozess, dass man schaut, was ist da los, wie schaut das aus, wie ist die Interaktion international und so weiter, ist das wahnsinnig spannend und interessant. Ne? Und das ist jetzt nicht meine Frage, das zu werten, sondern es darzustellen. Ne? Ja, Eva, genügt das als Antwort? Nein, überhaupt nicht. Also für mich ist das überhaupt nicht erklärbar. Also erstens, warum fährt man dorthin? Ja? Habe ich dann gerade gesagt. Zweitens, wer zahlt die Reise? Ja, nur darf ich Ihnen die Rechnung angeben, Sie können mal mit einer kleinen Spende warum helfen. Warum überhaupt? Ja, ja, weil das interessant warum sollte ich Ihnen eine Reise nach Afghanistan bezahlen? Nein, ich weiß nicht, wenn Sie sagen, wer zahlt das? Nein, so das ist die Frage. Ja. Schauen Sie, darf ich Ihnen sagen, welche Interessen stecken wirklich dahinter, dass Sie jetzt repräsentieren? Sie sind immer noch so ein bisschen ein Repräsentant Österreichs auch. Das darf man nicht vergessen. Ja, sind wir alle beide als ja. Bürger sind wir Repräsentanten unseres Landes. Nein, wir sind mehr. Dann haben Sie ja mehr Selbstbewusstsein wie ich. Nein, ja. Wir sind eine Spur mehr. Und Sie setzen sich dort hin mit dem Außenminister? Warum denn nicht? Bitte soll ich stehen? Sind wir dann glücklich, wenn ich stehe? Der Außenminister war ein Informant, ne? Wo wir froh waren, dass wir möglichst... Das ist eine radikal-islamistische Regierung. Deswegen, ja? Als Journalist spreche ich Das ist wirklich ganz furchtbar, was Sie machen. Mördern. Ja? Als Journalist spreche ich mit verurteilten Mördern. Und Sie setzen sich mit denen hin? Was heißt hin, wenn in Interviewen verurteilten Mörder angenommen, das ist eine journalistische Arbeit, dann kann ich ja sitzen. Das hat ja keine Wertung zu tun, Frau Klawischnik. Sie sehen, das ist jetzt eine journalistische... Nein, natürlich. Na, schauen Sie, wir haben dort mit sehr vielen Leuten, der Zweck der Reise oder die Einladung, nicht Einladung war es ja leider keine, sondern weil wir wirklich alles, jeden Groschen selber bezahlt haben, und zwar bewusst, dass nicht heißt, Nachbar fährt nicht nach Afghanistan. Ja, also das ist wirklich... ich weiß nicht, was Ihr Nachbar ist vom Beruf, wenn er Journalist ist, dann vielleicht schon. Wenn nicht, dann wird er, wenn er Spediteur ist, vielleicht auch. Na, aber sonst nicht. Aber um das geht es doch nicht. Es geht doch darum, dass dort ein neuer... Heute kriege ich keinen Satz. Ich diskreditiere unser Land. Jetzt kommen wir mal über die Tränen. Frau Klawischnik, es geht doch darum, das ist unter anderem neben vielen anderen... Das ist eine der übelsten Regierungen der Welt. Ja, die sind nicht anerkannt. Versuche die mal üben Gewalt. Satz. Okay, nein, ich lasse Sie ausreden. Ja. Nein, das ist sehr gütig von Ihnen.
Das ist einer der neuralgischen Punkte in der gegenwärtigen Weltpolitik. Da gibt es viele andere auch, die ich auch noch Möglichkeit, wenn ich es nur erlebe, besuchen werde. Und das ist eine Frage der Aufklärung, der Berichterstattung, der Wahrnehmung der Objektiven, ob man das machen kann. Und die diskreditiere Österreich, diskreditiert unser ORF-Korrespondent in Moskau, Österreich, weil er über den Putin berichtet, diskreditiert der Wehrschütz, weil er in die Ukraine... Sie sind kein ORF-Korrespondent, Sie sind ein Privatmann. Nein, ich bin ein Publizist, davon lebe ich seit 50 Jahren, haben Sie das nicht wahrgenommen. Ich werde Ihnen einmal ein bisschen was schicken, damit Sie was lesen, dann können wir das sagen. Ich bin kein Privatmann, sondern ich gebe eine Zeitung heraus, arbeite auch als Kolumnist da und dort, mache sogar TV-Dokumentationen. Sie sind auch als Kolumnist ein Privatmann, ja? Ja, das, jeder ist auch ein Privatmann. Aber Sie gehen dorthin, setzen sich dorthin mit einem radikal-islamistischen Regime, das Frauen unterdrückt, also das... Im Gegensatz zu Ihnen habe ich aber versucht, dort was zu tun und mich zu erkundigen, wie das wirklich ist. Warum das fallst du das sollten Sie nämlich machen. Weil ich mich informiere und weil ich schaue, was wirklich los ist. Und weil ich darüber berichte. Und dann sehen österreichweit, europaweit Menschen diese Bilder von Ihnen. Warum dürfen Sie denn nicht Bilder sehen? Wir sehen den Herrn Krisei vor dem Kreml in Moskau. Was ist der? Diskreditiert der Österreich? Also der arbeitet für den ORF, ich arbeite für die Zurzeit und schreibe eine Krone-Kolumne. Was ist der Unterschied, der moralische? Bitte. Gut, die Eva Klawischnyk geht so schnell nicht nach Afghanistan fahren, habe ich jetzt gelernt. Das ist aber gut, weil du musst dich verschleiern. Das wollte ich jetzt eben fragen. Nicht, wie eng sieht es denn tatsächlich jetzt aus mit den Rechten der Frauen? Ja, sehr eng. Wie dramatisch ist das? Sehr eng. Es ist so, da gibt es zwei Generationen. Da hast du die alten Taliban, die bis 2001 an der Macht waren. Die sind jetzt die Minister, sozusagen die alten Kämpfer. Also Ihr Interesse an den Taliban ist wirklich, interessant. Ich hätte Ihnen was erzählen, wenn Sie zuhören könnten. Jetzt wäre Spaß bei Ich höre gern zu. Dann hören Sie aber zu. Warum haben Sie so eine fantasievolle... Entschuldigung, jetzt reizt man langsam. Ich erzähle Ihnen, da gibt es die alte Generation und dann kommt der Satz weiter, wenn Sie in der Lage sind, 3 Minuten zuzuhören, dann kommt die junge Generation. Die sind alle im Ausland aufgewachsen, in Pakistan, in Saudi-Arabien, haben in Amerika studiert. Das sind die Mitarbeiter, die dort sitzen. Die müssen dort sitzen, weil der Sie alte wissen Minister aber schon, dass Sie Erklärungsbedarf haben. Kein Minister, kein Wort Deutsch kann. Und die Jungen erzählen einem dann, was los ist. Ne? Und da geht es zum Beispiel um die Bildung der Frau. Sie glauben, die Frau darf dann überhaupt nicht in die Schule gehen, oder was? Das ist ein Blödsinn. Die Frauen sind genauso wie die Buben in der Grundschule. Das schon. Ja, Aber sie müssen sich körperlich verschleiern. Sie müssen von Kopf bis Fuß. Das ist in Saudi-Arabien, das ist in Ägypten, das ist in Tunesien, in der ganzen islamischen Welt. Nein, ich finde das überhaupt nicht gut, aber es ist in der gesamten islamischen Welt so. In der Welt, wo wir, Amerika, der Westen, die EU, überall diplomatische Beziehungen, beste Wirtschaftsbeziehungen haben. Ich finde das überhaupt nicht gut. Ne? Sondern aber das ist Sie bleiben mir trotzdem die Erklärung schuldig, Sie dorthin fahren und einen Minister treffen. Jetzt soll ich Ihnen was erzählen über die Frau, oder? Und da sage ich Ihnen, die Frauen dürfen dort genauso in die Schule gehen wie die Buben. Und wenn Sie, abgesehen von einer hauchdünnen Schicht in der Stadt, in Kabul selber, am Land die Leute fragen, warum dürfen die Frauen nicht studieren, da schauen sie die verständnislos an und sagen, bei uns geht es ums nackte Überleben, nicht ob die Frauen studieren können. Mhm. Und die jüngere Generation, und das wollte ich erklären, der Taliban, das verstehe ich schon, ja. Die sagen, die jüngere Generation sagt, ja, wir wissen, wir haben ein Problem, es steht nirgends im Koran und in der Scharia, dass die Frauen nicht arbeiten, nicht lernen dürfen. Wir müssen das ändern. Und wissen Sie, was Sie dann als Erklärung geben, warum es nicht der Fall ist? Wenn man sagt, warum tat es nicht? Das ist ja schrecklich. Ne? Sagen wir. Sagen die, ja, die Pashtunen, falls Sie wissen, das ist ein Stamm in Afghanistan. Gut, natürlich. Sehr gut aufgepasst. Haben 60 Stämme. Bitte, Sie brauchen mich nicht zu belehren. Nein, ich belehre Sie nicht, erzählen was. 60 Stämme, das wissen Sie wahrscheinlich auch. Und diese 60 Stämme, die in einem riesigen Land im Gebirge wohnen. Ja. Diese 60 Stämme sind irrsinnig, die Stammesführer vor allem sagen, die irrsinnig konservativ und die verhindern das. Ne? Und sie versuchen daran zu arbeiten. Das ist nur das, was uns berichtet wurde, das ich da erzählen kann. Und Sie sagen, der Grund Ihrer Reise war jetzt ausschließlich journalistischer Natur. Sie wollten einfach wissen. Meiner schon. Das gute Essen und das Trinken, der herrliche Wein waren es nicht. Ne? Ja, aber Sie sind abgebildet worden. Mit herrlichem Wein? Nein. mit einem nicht anerkannten Außenminister einer Regierung. Der hat uns Informationen gegeben. Wir haben noch mit ganz anderen Leuten geredet, mit sehr vielen. Mit wem zum Beispiel? Auch andere Politiker? Auch andere Politiker, mit Leuten auf der Straße, mit Stammesführern, mit Mullers war sehr interessant, mit Lehrern, Lehrerinnen interessanterweise in den Schulen und so, war sehr interessant. Wie ist das
Blick auf den Westen, da kommt jemand aus der EU, das ist jetzt nicht irgendein Gast, das ist ein Westler. Ja. Wie sehen die Taliban an Westler? Ach, das ist eine merkwürdige Geschichte. Ne? Sind froh, die Amerikaner sind weg. Ne? Besatzungsmächte, die haben ja alle Supermächte der Weltgeschichte besiegt, von Alexander dem Großen über Genghis Khan bis zur Sowjetunion und britischen Empire. Und war das Amerikaner. Der Grund ihrer Reise? Ich bin historisch interessiert, das ist schon richtig. Aber die sagen natürlich, wir brauchen den Westen. Es wird hinter den Kulissen verhandeln, vor allem die Amerikaner, auf Teufel komm raus. Da geht es um Wirtschaftsbeziehungen und Schürfrechte, weil die Angst haben, dass sonst die Chinesen hineindrängen. Da geht es um die größten Lithiumvorkommnisse des Planeten, um die größten Kupfervorkommen, wo die Chinesen schon die Hand drauf haben. Das heißt, da reden längst alle. Es gibt im Übrigen auch eine EU-Delegation, die dort ist. Ne? Haben wir zufällig auch kennengelernt. Ja, aber die lässt sich nicht abfotografieren mit einem. Ja, das ist doch wurscht, ob abfotografieren oder nicht. Das spielt doch keine Rolle. Nein, aber Sie wissen, Sie bedienen die Propaganda. Welche Propaganda? Der Taliban, natürlich. Ja, Wahnsinn, da werden die also den Staat retten, weil sie sich mit mir fotografieren haben lassen. Aber Herbert Kickl ist dann schon ziemlich aufgesprungen. Der UNO-Generalsekretär. Ne? Herbert Kickl ist auf den Zug dann massiv aufgesprungen. Wir kommen zu den sogenannten Politpensionisten dann ja gleich noch einmal. Aber war das im Vorhinein klar, dass niemand von der FPÖ als Partei jetzt davon etwas gewusst hat und Herbert Kickl war dann trotzdem so emotional? Ja, das ist ein bisschen eine rätselhafte Frage. Vielleicht ist er schon lange ungeküsst geblieben, dass er so frustriert ist oder was, aber ich weiß es nicht, wir haben kein Geheimnis draus gemacht. Na, kleine Eva Klawischny, sie kämmt sich das Haar. Aber Sie wissen genau, Herr Koller, dass wir geredet haben drüber, wir haben überhaupt kein Geheimnis genommen. Ja, ich weiß, ne? Und das war überall anderen auch, aber natürlich haben wir nicht aber warum? Das gefragt. Warum Kick, hat er sie gleich dürfen. Mit Parteiausschluss bedroht? Ja, das weiß ich nicht, wahrscheinlich aber mag was, er mich nicht so gern. Ne? Nein, aber was war wirklich der Grund für Kickl? Ja, das sie müssen Sie so aber ihn fragen. Nicht mich, ich weiß es ehrlich gestanden auch nicht. Sie sind Ihr engster Berater. Ich bin wessen engster Berater? Kickl. Ja, das sehen Sie ein bisschen überinterpretiert, würde ich sagen. Kickl hat ja gesagt, das Verhältnis zwischen euch beiden, ich sage es mal positiv, ist angespannt, um nicht immer zu sagen, schon, etwas gesagt, zerstört. Immer schon. Ja, scheinbar ist es zerstörter, als ich selber wahrgenommen habe. Sie haben gesagt, Sie würden nicht einmal zu der Veranstaltung gehen, wenn er nach Kärnten kommt. Wir haben ja auch ein bisschen. Müssen nicht unbedingt, haben Sie gesagt. Ja, aber Sie würden nicht hingehen im Prinzip. Nein, die geht so überhaupt kaum zu Veranstaltungen oder zu politischen Versammlungen. Aber er hat es tatsächlich als getrübt. Wie kommen Sie, Sie haben ihn schon sehr eng beraten. Sie haben auch in der letzten Sendung Ich habe Heider beraten, ich habe Strache über den Kiel. Aber jetzt ist er ordentlich biss. Ja, schon lang, nicht erst jetzt. Nein, er hat jetzt... Sie kennen sich nicht aus in der FPÖ. Sie müssen mit Ihrem Schulkollegen ein bisschen enger kommunizieren. Sie hat vielleicht mit 14 den Kontakt abgebrochen, das wissen wir jetzt nicht. Nein, Sie müssen ein bisschen mehr. Dann wüssten Sie, ich weiß nicht, ob er die zur Zeit liest oder meine Krone-Kolumnen oder meine 30 Bücher geschrieben. Er hat gesagt, man könnte sagen, der Mölz ist ein Krone-Kolumnist, hat er gesagt. Und ein Pensionist. Das war ja sein. Ja, aber Krone-Kolumnist, das weiß er. Das weiß er offenbar sehr gut. Auch das war da wahrscheinlich nicht positiv gemeint, nehme ich einmal an. Das kann schon sein. Ja. Aber Faktum ist, es war jetzt die Reise und jetzt war auf einmal der Parteiausschluss angedroht. Also das in einem Zusammenhang steht, ist nicht so. Was ist Ihres Erachtens der Zusammenhang? Das weiß ich nicht. Das würde mich interessieren, was Herbert Kickl. Mich würde es auch interessieren. So gestört hat an Ihrer Afghanistan-Reise. Das würde mich auch so interessieren. Na gut, es gibt ja noch dieses Gespräch, das er in den Raum gestellt hat. Hat er sich schon gemeldet in irgendeiner Art? Nein, ich glaube, er würde zuerst. Der Johannes Hübner, mein alter Freund, ist ja erst vor kurzem ausgeschieden aus dem Bundesrat. Mit dem will er reden. Der hat auch mit Parteiausschluss gedroht. Ja, natürlich. Der hat auch Funktionen. Mit dem will er mal zuerst reden. Ich weiß nicht, wenn er auf mich zukommt, dann stehe ich natürlich zur Verfügung. Das ist eh klar. Schon. Ja, sicher. Aber es war bis dato noch keine Kontaktaufnahme. Schauen Sie, ich habe bis gestern meditiert und zu Allah gebetet, ne, um die Krone. Glauben Sie nicht? Es gibt nur einen Gott. Ne, das sind wir bei allen Buchreligionen uns einig. Und habe ja geschwiegen gegenüber den anderen Medien bis gestern das große Krone-Interview. Mit Conny Bischofberger am Sonntag, Sie haben es vielleicht beobachtet, das war das Interview der Woche mit Andreas Mölzer. Auch das war sehr interessant zu lesen, da haben Sie ähnlich argumentiert wie jetzt. Nee, aber natürlich. Und damit kommen wir zum zweiten Thema, das aber sehr eng mit dem ersten zusammenhängt, nämlich die Politpensionisten. Auch das war so ein geflügeltes Wort von Herbert Kickl. Sie haben gesagt, ich bin gar kein Pensionist, ich arbeite, bis ich umfalle, Todunfalle sozusagen. Vielleicht war jetzt tot um, kann sein. Das wollen wir nicht. Wenn der Gerechte es nicht will, dann Gott sei Dank nicht. Aber das stimmt natürlich, ich arbeite unvermindert weiter die ganze Zeit und habe das auch vor, so lange wie möglich zu machen. Man verblödet nämlich nur, wenn man nicht arbeitet. Mhm. Das ist meine. Also kein Pensionist. Also diese ganzen Assoziationen mit Ala und so weiter, das irritiert mich ein bisschen. Ja, warum denn?
Sind Sie irgendwie Islamist? Nein, ja, fast noch nicht. Also den Gefallen, ich habe meinen Turban zwar im Auto gelassen, aber... Aber ich gehe den suchen. Also ich schaue es bei Ihnen im Auto nach, ob da ein Turban liegt. Ein Ironie, also, Ironiezeichen muss man immer machen. Ja, also das schätze ich an Ihnen. Sie haben einen gewissen Humor. Aber trotzdem, ehrlich? Was meinen Sie ehrlich? Na, sind Sie Islamist? Nein. Ja, Frau Klawischnik, schauen Sie jetzt noch einmal, Ironiezeichen sollte man schon verstehen. Aber abgesehen davon, es geht um die Frage Politpensionisten. Ja. Ich glaube, das ist ein Problem in Österreich überhaupt, dass ältere Generation und ihre Erfahrung zu wenig genützt wird. Ne? Gerade heute habe ich in irgendeiner Postille gelesen, dass man bestraft, und das sehe ich selber, dass man bestraft wird jetzt steuerlich und Pensionsversicherung. Und ich zahle Pensionsversicherung weiter, obwohl ich natürlich pensionsberechtigt bin. Ne? Mhm. Also das, man nützt die Erfahrung der älteren Generation wahrscheinlich zu wenig. Ne? Und es ist auch nicht gescheit von einem Parteichef jetzt so abwertend zu sagen, ja, der Rentnerausflug und so, und also die debilen Trotteln fahren halt durch die Gegend, wo sie langweilig ist. Finde ich nicht sehr gescheit, empfinde ich natürlich auch nicht als Lob. Das gut, das war jetzt eine Retourkutsche auf den Herbert Kickl. Eva Klawischnik, wie ist es denn bei Ihnen? Quasi die Zeit an der Spitze der Grünen ist auch schon ein bisschen vorbei. Ja. Wie reagieren Sie auf das Wort Politpensionistin, muss man jetzt sagen? Das ist ja noch nicht, bitte. Weiß ich nicht. Voll im Saft und mitten im Geschäft, wie man sieht. Ne? Ja, jetzt kommt er wieder. Ah, jetzt ist er wieder charmant. Jetzt kommt er wieder. Nein, was ist mit Politpensionistin? Nein, ich finde das Thema schon wichtig. Also ja, auf welche Erfahrungen greift man zurück? Und ich glaube, da haben alle Parteien eine Hohlschuld. Also auch wirklich die Leute zu befragen, die an ihrer Stelle vorher was geleistet haben. Das stimmt. Also das ja, und Erfahrungen. Man hat ja wirklich... Da haben Sie vollkommen recht. Ja. Aber andererseits muss man auch Kinder loslassen können. Ja. Und die Jugend und die junge Generation. Und die, schauen Sie, das Muppet-Syndrom, dass man vom Balkon oben alles kommentiert und immer alles besser weiß, gibt es natürlich auch. Ne? Und man neigt dazu, zu sagen, ja, die... Aber das machen Sie nicht und das mache ich auch nicht. Ja, manchmal mache ich es schon. Schon? Da haben Sie eine schimpfen? Nein. Echt? Sie? Haben wir nicht aufgefallen. Also, nein, in der Kolumne ein bisschen. Nicht, dass ich das so nein, ja, find ich nicht. Also ich mache es explizit nicht. Ja. Also ich mache es wirklich gar nicht. Und egal, wer mich anruft, ich gebe kein kritisches Kommentar an die aktuellen grünen Regierungen. Wie ist das, wenn Leonore Gewessler anrufen würde, was ihre Performance so betrifft? Die ist ja, ich sage mal, durchwachsen. Was sagt das die Eva da? Also nur unter uns, wirklich nur unter uns. Ja, ich sage eh niemand. Nein, nicht zwischen uns. Ah, nur zwischen euch beiden? Ja. Also wir dürfen es nicht erfahren. Aber sind Sie dann, wenn Sie lesen, der Werner Kogler steht da am Handy-Absender, da hebe ich nicht ab, weil der kennt wieder lang reden und nichts sagen. Kann das sein? Nein. Wer einen anruft, redet er und ich höre auch zu. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich kritisiere nicht öffentlich, das mache ich nicht. Also, ja, Sie sind eine disziplinierte Parteisoldatin. Nein. Das reicht nicht, deswegen habe ich immer Schwierigkeiten. Nein, ich finde, das ist eine Herzensthematik, ja, dass man Menschen nicht runtermacht. Ja? Nein, runtermachen tue ich niemand, aber ich habe immer gesagt, dass ich denke sich ja und auch immer kritisiert. Ja, bemühen, wie es nicht gut gemeint ist, das Gegenteil von gut, ne? Sagt der österreichische Volksmund. Na, aber ich glaube, wir werden uns nicht mehr einig. Ihr werdet euch nicht einig, das aber ist ja nicht das Ziel. Kickl sagt ja, wie langweilig das Leben danach offenbar ist, wenn man fad in Diskussionsrunden herumsitzt. Ich nehme an, er meint auch das Duell, so sinngemäß, ja, hat er gesagt, sozusagen, das sind ja nur mehr die aus Langeweile quasi da sind. Also ein bisschen so war das schon verkürzt gemeint. Ihr kennt euch ja von früher. Glauben also Sie, findet der Kickl die Eva Klawischnik langweilig? Nein, das finde ich jetzt ein bisschen wirklich... Na, hallo, sagen, ja. Da habe ich gleich Überschrift. Ja, na, weil das ist ja ein wirklich konstruktiver Austausch. Ich genieße das ja. Ja. Er hat ja ganz andere Standpunkte, ganz andere Weltsicht. Und ich schätze ihn auch, weil er ein höflicher, kultivierter Mensch ist. Ich? Ja. Also ich glaube, der Kickl. Na, das ehrt mich sehr. Ebenfalls. Aber wir sind halt unterschiedlicher Meinung. Gott sei Dank, das muss ja möglich sein. Ne? Aber es gut, ist halt jetzt habt ihr euch wieder lieb, das ist wunderbar, aber ich trotzdem. Muss abschließend was sagen zu dem Thema. Es ist die Gefahr, dass man alles besser weiß, dass man immer alles, ist alles schlechter heute und so. Aber das die tun Gefahr, wir ja nicht. Aber auf der anderen Seite hat man wahnsinnig viel Erfahrung und man hat eins, man braucht nicht mehr unbedingt sich beweisen, man muss nicht mehr eine Karriere und was weiß ich was, also ich zumindest, Sie schon. Aber das ist der Vorteil. Ne? Man kann also auch selbstloser agieren und Ratschläge geben.
Und das wird sicher in der Politik, wahrscheinlich auch in der Wirtschaft, zu wenig genützt. Das jetzt kriege ich gleich ein bisschen Mitleid, ja. Ja, das brauche ich auch hin und wieder. Oh, okay. Er tut so, als wäre die große Karriere von Eva Klawischnik 2.0 noch bevorstehend. Na, vielleicht kandidiere ich für die EU-Wahl. Ja, hallo. Ich habe immer die Chance, Papst in Rom zu werden, jeder männliche Katholik. Okay, das wollen wir nicht weiter kommentieren. Wir haben noch viele andere Themen. Burgergate zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit dem Hamburger bei McDonald's als Gesundheitsnahrung womöglich. Wir werden das gleich besprechen. Und den Beginn der Lohnverhandlungen. Und wie immer am Ende unserer Sendung unsere kurzen, teils launigen, heute aber teils ein bisschen traurigen Rubriken dann im Teil 3 des Duells. Wir sehen uns gleich dazu nach einer kurzen Werbeunterbrechung.